So, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu der Multiplayer-Beta von Ghost Recon Future Soldier. Ich habe schon fast den Titel vergessen, weil ich gerade Uncharted 3 Let's Played habe. Und hier wird uns ganz kurz die Steuerung vorgeschlagen und ich habe mir mal so gedacht, wir spielen diese Beta einfach mal, um euch einen kleinen Eindruck zu gewähren, wie das Spiel überhaupt funktioniert und was man überhaupt machen kann. Okay, ich sehe gerade, man hat auf der Seite der von anderen Leuten, also es gibt ja immer zwei verschiedene Teams, auch ganz andere Waffen sehe ich gerade. Und deswegen nehmen wir mal die AK-200, das ist, meine ich, eine Waffe mit sehr viel Präzision, weswegen wir jetzt einfach mal in die Wartungshalle reinspawnen. So, Konflikt geht schon los und ich kann euch schon mal so viel sagen, mit X sprintet man, L1 und R1 ist Schießen wie immer. Mit R3 kann man in die Ego-Perspektive gehen, wobei ich da sagen muss, man sieht da nicht mehr wirklich viel. Mit X kann man dann noch in Deckung gehen und sich Punkte aussuchen, wo man in die nächste Deckung huschen will, kann man so sagen. Das hat jetzt gerade hier nicht so gut geklappt. Und ich habe gehört, es soll zwei Maps geben. Ich habe bisher irgendwie nur auf dieser Map gespielt. Es ist wirklich kein Action-Shooter, wo es nur darum geht, Kills zu machen. Also wahlloses Reinrushen, das geht auf jeden Fall nicht. Denn die Gegner erledigen einen doch schon ganz schön schnell, wenn sie trainiert sind. So, es geht jetzt auch schon los und ich bin schon fast wieder down. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Da hinten steht er, da wo mein Fadenkreuz ist. Wow. Fucking Jets. Es ist schon sehr krass, was man hier für Schaden bekommt, obwohl man eigentlich gar nicht richtig getroffen wird. Und das ist schon... Ich versuche mal zur nächsten Deckung zu huschen. Ja, okay, das haben wir geschafft. Perfekt. Die Grafik sieht wirklich toll aus. Da muss man vielleicht gar nicht mehr so viel ändern. Für eine Beta auf jeden Fall sehr gut. Und deswegen sehr zufrieden mit der Grafik schon mal. Hier ist schon mal ein Gegner. Den holen wir uns jetzt erstmal. Okay, Feindabschuss 75 XP. Man kriegt sogar andauernd XP, obwohl man fast gar nichts macht. Und hier hat er versucht, uns zu überraschen. Das war ein Recon, also ein Scharfschütze. Sozusagen. Und die können dann sich unsichtbar machen. Ja, ihr seht hier in der Ego-Perspektive ist nicht sehr viel mit Überblicken und, Leute überraschen, das geht da wirklich nicht. Und nachladen muss ich gar nicht mehr. Und auf Kreis kann man sich ducken oder auch eben nicht. Und Dreieck kann man die Waffe wechseln. Meistens natürlich ist das eine Pistole, aber ich glaube nicht, dass die wirklich hilfreich sein wird. So, interagieren habe ich bisher noch nie gemacht. Bisher habe ich mich immer nur mit der Steuerung befasst. Und ich glaube, das ist Munition und die hat uns dafür gesorgt, dass wir jetzt sterben. Okay, super. Da, guckt euch das an. Jetzt Kopfschuss. Ja, komischerweise, meistens ist das so, wenn du einen Kopfschuss bekommst, dann fliegt die Kugel in den Kopf des Gegners und das sieht man dann auch in dieser Abschusskamera. So wie bei Wanted ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Propangas. Ja, ich glaube nicht, dass wir den zerstören sollten. Und wir schauen uns jetzt hier erstmal um. Die Map ist eigentlich relativ überschaubar. Und ich habe das Gefühl... Ich bin hier auf jeden Fall sehr falsch. Weswegen ich jetzt ganz schnell nach vorne will, dass ich nicht auf einmal flankiert werde. Denn das ist mir auch schon sehr oft passiert in diesem Spiel. Dass ich wahllos flankiert worden bin, obwohl da noch unser Spawn gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ich dann zur falschen Zeit am falschen Ort war, aber es kann sein. Viereck ist nachladen, das ist schon mal wichtig für euch. Okay, ich habe dann Gegner gesehen, gegen den ich jetzt keine Chance hätte, weil der in Deckung stand. So, das ist doch schon um einiges geiler so, wenn es mal ein bisschen gut läuft. Ich habe das Spiel gestern mit Lark the Man gespielt und der liebe Nightmare ist auch noch mit reingejoint, also nur per Skype natürlich, weil der hat ja keine PS3, der Lappen. Und ja, eigentlich wollten wir das aufnehmen, aber aus irgendeinem Grund war meine Stimme nicht zu hören gewesen. Fand ich doch schon sehr komisch und mit L2 kann man Granaten werfen, wie bei Uncharted. Und was mir aufgefallen ist, man kann mit Teammitgliedern interagieren. Das heißt, mit R2 kann man ein kleines Kreisinventar öffnen. Und da kann man alle seine Squad-Mitglieder anwählen. Und dann richtet man sich gleichzeitig zu denen aus. Und man kann denen auch Befehle geben, dass sie in Deckung gehen sollen und so. Also, da ist schon sehr viel auf Taktik ausgelegt. Das seht ihr hier. Jetzt gehe ich mal auf Victor. Ne, der ist gerade, der spawnt gerade. Ja, ich habe das hier noch nicht ganz raus und dann wird mir eine Route vorgeschlagen, wo mein Teamkamerad ist. Das seht ihr ja hier ganz klar auf dem Boden. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja, okay, es ist gut, ist gut. Was ich noch nicht raus habe mit den Granaten, irgendwie habe ich das Gefühl, die explodieren nicht so ganz ab und zu. Okay, die ist explodiert, aber gestern hatten wir das Problem, irgendwie sind die Granaten nicht richtig explodiert. Warte mal, ich probiere das jetzt mal hier mit diesem schnellen Deckungssystem aus. Okay, so funktioniert das, okay.
Ist ein bisschen schwer zu erklären auf jeden Fall. Oh, könnte das ein Double Kill werden? What the fuck? Das ist krass. Ich habe dir noch eigentlich ziemlich viel Schaden sogar schon zugefügt. Schade. Beurteilung heißt es. Und was ich lustig finde, um seine Klasse zu ändern, das heißt nicht Klassenwechsel, sondern Material bearbeiten. Finde ich ein bisschen unpassend. Das hört sich so, ja, billig an. Billig will ich nicht sagen, aber das hört sich so sehr innovativ schlecht an. Wenn man das so sagen kann, ich weiß es nicht. Ach ja, mit L3 kann man dann auch, meine ich, sogar noch die Waffenhand wechseln. Das heißt, ob ihr auf links spielt oder auf rechts. Ich spiele eigentlich mal auf rechts, weil ich das so gewohnt bin. Obwohl ich ja Linkshänder bin. Einer der wenigen Linkspots. Und wir gehen ganz schnell in Deckung. Und ich habe mal ganz kurz vor, in diese Deckung da reinzugehen. So, okay, jetzt sind wir hier. Ah, warte mal. So, okay. Und werfen wir einfach mal eine fette Granate rein. Vielleicht ist da direkt einer. Nee, leider nicht. Ich frage mich gerade, warum er gestorben ist. Ein feindlicher Sprengsatz, das ist nicht gut. Verdammt, das ist überhaupt nicht gut. So, ich weiß auch nicht, ob ich davon noch weitere Gameplays von dieser Beta bringen werde. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin immer so geteilter Meinung mit, hoffentlich haben wir noch eine Granate. Ja, mit Third-Person-Shootern bin ich immer sehr geteilte Meinung. Kann ich nie wirklich viel zu sagen, weil ich spiele diese Spiele eigentlich nicht ganz so gerne. Oh, ich weiß, da hinter mir war ein Gegner. Ah, ne, war ein Squad-Mitglied. Das ist doch schon mal besser. Und jetzt rennen wir mal. Ja, es gibt so viele Knöpfe in Third-Person-Spielen. Das ist krass. Das ist krank, ist das. Komm, lad nach, wollte ich sagen. Lach. Boah. Ich habe heute geistige Spackos. Und ja, da hat er deutlich die Überhand gehabt. Und wir spawnen jetzt einfach mal bei Victor. Ja, Victor, du bist bei YouTube. Wusstest du das? Ja. So, wir rushen jetzt erstmal ganz schnell nach vorne. Hier ist eigentlich eine ziemlich geile Deckung. Feindabschuss plus um 225. Das ist gut. Warum 225? Das werden wir wohl in der nächsten Folge erst erfahren. Und wir schmeißen die mal. Oh Gott. Das muss aber ein Scharfschütze gewesen sein, oder? Boah, krasse. Scheiß drauf. Gucken wir uns gar nicht erst an. Das ist meistens so peinlich. Ah, der ist schnell gewesen. Das muss man ihm lassen. Der ist wirklich richtig schnell gewesen. Ja, komm. Ach nee, der ist tot. Okay, dann spawnen wir mal bei ihm. Und ich muss sagen, für eine Beta, also ich habe schon sehr schlechte Betas gesehen. Und das hier ist eigentlich eine sehr flüssige Beta. Eigentlich fast ohne Host Migrations. Ja, es gibt wirklich die originale Host Migration. Was ich davon halten soll, ich weiß es noch nicht. Wenn sie funktioniert, dann ist gut. Und bei dem ersten Mal, wo sie kam, hat sie auch funktioniert. Weswegen ich da eigentlich sehr positiv von überrascht war. Wir kontrollieren den Nachschub. Versorgung ist möglich. Ja, das müsste passen. Ach, verdammt, da hat man uns echt den Kill geklaut. Ja, wären wir nicht von hinten abgeknallt worden, dann wäre das hier zum einiges anders abgelaufen. Ach, verdammt ist das doch. Verdammt. Ja, alle tot. Und ich glaube, wir wechseln jetzt einfach mal die Ausrüstung, damit es mal ein bisschen spaßiger wird mit einem Scharfschützen. Und da gehen wir jetzt erstmal in die Wartungshalle rein. Kann man sich so am besten umschauen. Krasse Sache, krasse... Nein! Ach, ich bin das so gewohnt irgendwie von anderen Spielen, ey, dass das für eine andere Funktion steht. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, und ich habe gehört, irgendwie, wenn man länger stehen bleibt, dann... Ja, das war natürlich jetzt der taktische Vorteil, den er hatte. Mit einem Schnellfeuergewehr. Und ich habe keinen Kopf. Ich habe keinen Kopf. Was soll das denn? Das ist cool. Habt ihr es gesehen? Kein Kopf. Und beim Recon ist es wohl so, man kann, genau, sich tarnen. Wenn man länger stehen bleibt. Habt ihr gesehen, ne? Wir machen es nochmal. Oh yeah, bitches. Und ich will mich jetzt eigentlich so ein... Wow, nein! Boah, hat der perfekt getroffen. Oh mein Gott. Krasse Sache. Ja, wir verlieren natürlich. Ich weiß auch nicht, was man hier machen soll. Ganz ehrlich, ich achte da auch gar nicht drauf. Ich will eigentlich nur Kills machen, um mich mal so ein bisschen ins Spiel reinzuversetzen. Ne, hier wird auf jeden Fall nichts sein. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man diese Camouflage, dass man die auch im späteren Spielverlauf vielleicht
per Knopfdruck aktivieren kann. Das wäre ja eigentlich mal ganz hilfreich. Der Gegner hat den Nachschub eingenommen. Ja, ich weiß, dass du da bist. Der Feind hat den Nachschubpunkt gesichert. Hier ist ein inaktiver Sensor. Einnehmen und halten. Nein, Fall. Oh yeah, Kopfschuss. Das ist doch schon mal richtig cool. Ja, Feindabschuss, Mann. Hä? Okay, das ist ein kleiner Bug. Der Gegner steht da noch, obwohl er schon tot ist. Ja, der Gegner steht da noch. Ah nee, Host Migration, das ist doch perfekt, wirklich perfekt. Ja, ich glaube, und hiermit beenden wir einfach mal diesen Multiplayer-Part. Geht jetzt ungefähr 10 Minuten. Ja, reicht eigentlich erstmal. Für den ersten Eindruck, glaube ich, reicht das. Oder spielen wir weiter? Ich weiß es nicht, es ist gerade sehr verlockend, aber dann spielen wir wirklich noch mit der PSL weiter. Und habt ihr gesehen? Das war eine Host Migration. Schaut euch mal die Host Migrations bei Call of Duty an. Das ist einfach unglaublich, wie lange die meistens gehen und wie schnell es hier geht. Sichern Sie den Nachschubpunkt hier. So, okay. Man muss natürlich beachten mit den Reeken. Da hat man nicht wirklich viele Nahkampfchancen. Da sollte man sich wirklich im Hintergrund halten. Aber ich glaube, das ist auf dieser Map eigentlich ganz gut möglich. Und wir rennen ganz schnell. Aber wir rennen jetzt nicht direkt weiter. Das wäre, glaube ich, tödlich. Der Amerikaner kontrolliert Bam! Haha. Hast gedacht, du wärst geschützt, wa? Ah, nicht mit mir. Nicht mit mir, wollte ich gerade sagen. Das ist gut. Gucken, von hinten hat er sich angeschlichen, denke ich mal. Ja, gut. Bin ich selber schuld gewesen. Was soll's. Ich weiß noch nicht mal, welches Level ich bin. Das war ja super geil. Ist natürlich immer eine große Gefahr, bei seinen Kumpels zu spawnen. Deswegen spawnen wir jetzt erstmal wieder in der Lagerhalle. Und rennen mal links hier raus. Und ich will mal ganz kurz gucken, was mein... Ach so. Ist das eine Nachtsichtkamera? Okay. Ach, so ein Bewegungssensor ist das. Okay. Okay, mit L2 kann man wenigstens die Granaten wechseln. Aber warum klappt das jetzt nicht? Ich drück doch L2. Ah ne, ist ja... Ja, das nennt man Spawn Trapper. Da hier ist nämlich unser Spawn. Da kommt er eigentlich nicht rein. Der kann sich dann in der Absperrung halten. Ja, schade. Ach, wir wechseln jetzt einfach unser Material. Oh, ich komme darauf nicht klar. Material wechseln. Oh mein Gott. Ach, was soll's. Und was hat er? Nachtsichtkamera. Okay, Sensor. Sensorgranate. Das hört sich so nach EMP an. Denke ich mir jetzt einfach mal. Krass, oder? Die Ego-Perspektive. Muss man wirklich drauf klarkommen erstmal. Aber ist auch gar nicht so zum wirklichen Spiel gedacht. Im wirklichen Spiel ist ja wirklich einfach nur Third Person hier. Und dieser kleine... Boah, was eine Ratte. Was eine kleine Ratte. Das finde ich wirklich scheiße, sowas. Versorgung möglich. Wir halten den Nachschubpunkt. Okay, jetzt rushen wir einfach mal ganz schnell vor. Okay, es geht weiter. Ey, ihr habt hier nichts zu suchen, verdammt. Ah, Husten, ja. Nein, scheiße. Oh mein Gott. Aber was ich wirklich positiv an diesem Spiel finde, ist wirklich diese... Ja, diese Animation. Die Animationen sind schon echt gut geworden in dem Spiel. Es sieht schon fast... Es sieht wirklich so danach aus, als wenn da wirklich gerade Mensch gestorben wäre und ich einfach nur eine blöde Figur mit schlechter Animation. Also das sieht schon alles sehr gut aus. Kann man nichts gegen sagen. Ja, renn! Renn, du Hund! Renn! Boah, ach, der campt da immer noch. Ey, krass. Wow, seht ihr das? Das finde ich cool. Das mag ich. Das ist wirklich dieser Unterdrückungseffekt. Wirkt auch um einiges brutaler dann so ein bisschen. Also rabiater, kann man so sagen. Ah, den kriegen wir nicht mit der AKS. Brauch Unterstützung. Letzte Minute. Oh doch. Okay. Aber ich würde mal sagen, wir hauen jetzt hier erstmal ab. Ganz schnell. Komm, abrücken. Und ich glaube wirklich, dieses Spiel könnte was Großes werden, wenn man wirklich auch diese Möglichkeiten ausnutzt, dass das Spiel bietet.
Also heißt hier auch dieses taktische Spielen mit Headset und hier auch diesen Bewegungs-, also diesen Befehlsrad. Ich glaube, dann könnte das echt cool werden. Hier Shells. Den kann ich dann Befehle geben wohl noch. Und jetzt geh erstmal von deiner Deckung weg. Und das finde ich doch schon sehr angenehm. Helf mir mal. Ich glaube, den könnten wir kriegen, wa? Ja, den haben wir, okay. Ich merke gerade, ich komme so langsam ins Spiel rein. Es braucht wirklich seine Zeit, um auch wirklich in dieses Spiel reinzukommen. Aber ich glaube, wenn man wirklich reingekommen ist, dann kann man das Spiel auch rocken. Ach, wir haben verloren. Naja, was soll's. Ich habe bisher noch gar nicht zu Ende gespielt. Und wie viel steht es? Sehe ich gerade gar nicht. 19 zu 13, gar nicht mal so schlecht. Ich verabschiede mich jetzt mal von euch. Ciao, Leute.